Schönen guten Abend zu einer neuen Folge von TT Automotive. Wir haben euch heute einen neuen Teil mitgebracht von Fit für den Wörthersee. Und zwar geht es heute endlich an die Hinterachse vom 1900 TDI Quattro. Ich habe den Wagen jetzt hier schon mal aufgebockt. Der ist rechts und links hinten auf Stahlböcken drauf. Wundert euch nicht, wenn ich hier glänze an der Stirn. Irgendwie sind hier gefühlt 96% Luftfeuchtigkeit in dieser Bude hier unten. Draußen regnet es. Es wird langsam dunkel. Wir wollen gucken, ob wir die Hinterachse heute Abend noch rauskriegen. Mücken sind hier auch, sehe ich gerade. Gott, oh Gott. Wir fangen einfach an, das Schritt für Schritt zu zeigen, wie das Ganze rausgebaut wird. Anfangs dachte ich, dass man das Ganze so ja, an einem rausziehen kann, dass das irgendwie alles komplett bleibt mit den Rädern und wir das hier schön rausrollen können. Ich glaube, das wird nichts. Also hier ist der Tank im Weg, wir haben die Reserveradmulde und. Ich glaube, das ist einfach zu wenig Platz. Deshalb machen wir das jetzt so, dass wir uns Schritt für Schritt vorarbeiten. Die Räder kommen runter, der Auspuff kommt ab. Untere Querlenker kommt raus und Bremsleitung kommt raus, Bremsflüssigkeit ablassen und so weiter. Und wenn ja, der ein oder andere Arbeitsschritt dann abgeschlossen ist, dann melde ich mich wieder und sage euch, was die Probleme waren oder was gut gelaufen ist. Schauen wir mal. Ansonsten, wenn euch das Ganze gefällt, klickt auf Abonnieren. Bleibt dran bei der Serie Fit für den Wörthersee. Wir springen jetzt und schrauben uns einfach mal durch. Also, viel Spaß und bis später. Um jetzt hier die Hinterachse rauszukriegen, müssen wir ein paar Sachen lösen. Also wir fangen jetzt mal an mit den Bremsleitungen. Die Bremsleitung, das Schöne ist, ich kann euch jetzt immer hier zeigen, links, wie noch der Zustand davor war und rechts, wie die Bremsleitung schon ausgebaut ist. Also wir haben hier die Bremsleitung, die an dem Achsträger lang geht und dann hier oben in die, oder der Bremsschlauch, der dann endet in die Bremsleitung und die geht da oben dann über die Achse rüber. Ja, wir müssen das sozusagen hier trennen. Hier haben wir das schon getrennt. Das hängt hier in dieser Flasche drin und läuft geradeaus. Alles, was hier zwischen ist, müssen wir lösen. Und das ist ein bisschen knifflig, ne? Wer schon mal Bremsen gewechselt hat oder Bremsschläuche gewechselt hat, der kennt diese schönen Verbindungen. Ich zeige euch das mal. Und zwar diese da. Das sind diese super weichen 11 mm Muttern, Schrauben, wie auch immer, die eigentlich so gut wie nie raus wollen. Und jetzt sehen wir, da geht noch was durch den Achsträger durch. Das ist das Handbremsseil. Das ist wirklich da einmal durchgeführt. Das müssen wir jetzt oben aushängen. Seht ihr? Da habe ich schon eine Schraubzwinge vorbereitet, die diesen Mechanismus zusammendrückt, dass wir das Seil dann da oben aushängen können. Gut, das mit dem Handbremsseil hat geklappt. Der Schraubzwinge ist echt eine gute Sache. Das Handbremsseil habe ich jetzt hier hinten einfach mal zur Seite geknickt. Das ist jetzt hier raus. Hier sieht man das Loch. Jetzt werde ich hier diese Schraube lösen, um dann die Narbe ja, von dem Achsträger zu trennen. Und gleichzeitig werden wir hier mal uns den Stabi angucken und den Stabi rausnehmen, also die Koppelstangen da rausbauen und um letztendlich das Ganze hier so ein bisschen zu lösen. Die Antriebswelle muss dann auch noch gelöst werden, damit wir das wegkriegen und ganz zum Schluss lösen wir dann hier die Schraube zum Federbein, dass dann der Querlenker hier unten locker hängt. So, da ist das Ding. Es gibt ja hier die sogenannte Arschlochschraube bei diesem Auto, ne? Aber irgendwie gefühlt sind alles Arschlochschrauben. Und nach 20 Jahren darf man nicht erwarten, dass irgendwas leicht abgeht. Stabi-Muttern sind gelöst. Die Koppelstangen müssen nachher noch weggedrückt werden. Jetzt geht's daran, die da zu lösen. Das habe ich schon gemacht. Ich werde jetzt hier mal an die da rangehen. Vom Federbein. Versuchen ein bisschen die Last wegzunehmen und dann die Narbe rechts rauszudrücken. Gut, das ging schon mal gut. Jetzt haben wir hier nämlich ein Spiel drin. Also das Federbein ist komplett entlastet. Und wir können uns jetzt darum kümmern, die Antriebswelle noch zu lösen und dann die Narbe nach rechts rauszudrücken. Also was man für die Antriebswellen braucht, ist hier so ein M8er Vielzahn-Nuss. Sonst kriegst du den nicht runter. Er ist jetzt so weit eskaliert, dass jetzt doch dass die ganze rechte Seite schon draußen ist. Also der untere Querlenker samt Narbe ist jetzt komplett draußen. Da oben sieht man noch, ich gehe mal so dahin, zack. Da sieht man den oberen Querlenker, ne, mit der Federbeinaufnahme. Den nehmen wir gleich raus, würde ich sagen. Jetzt gehen wir erstmal zur linken Seite rüber. Das baue ich noch schnell aus. 6 Liter Blut, Schweiß und Tränen später. Rechts und links, die Narben sind draußen. War kein einfaches Ding. Also ein paar Schrauben sind abgerissen. Müssen wir nachher mal eine Bestandsaufnahme machen, was noch an Schrauben gebraucht wird. Jetzt geht es daran, noch die Federbeine auszubauen. Die Federbeinaufnahmen oben und die oberen Querlenker auszubauen.
Und dann können wir uns endlich daran machen, hier unseren Kuppel, den Achsträger, zu lösen. Vorher müssen wir noch das Differential trennen. Und dann ziehen wir das Ganze nach draußen. Ich baue noch kurz den Rest aus und dann geht's weiter. Ja, wenn mal alles so einfach gehen würde, ne? Also die Federbeine sind draußen. Das waren 4 Schrauben. Das ist wirklich easy rauszuholen. Was mir aufgefallen ist, kann ich euch mal zeigen, ist, wo wir Rost haben, ist dann oben an den Aufnahmen, ne? Da wo die 2 Schrauben oben sind, da müssen wir uns dann auch drum kümmern. Jetzt müssen wir hier das Differential, das Schwanenhalsdifferential müssen wir lösen und dann an den 4 Schrauben für die Achsträger, an der da oben und das gleiche auf der anderen Seite, den Achsträger dann lösen und runterlassen. Ich bin gespannt. Ja, für alle die, die es noch nicht gemerkt haben, es ist nicht mehr abends, es ist ein neuer Tag. Das wurde gestern zu ungemütlich. Jetzt fängt es auch wieder an zu regnen. Hinten kommt die nächste graue Wolke, deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Es ist geschafft, die Hinterachse ist draußen. Ich will euch kurz mal zeigen, wie das Ding von einem Quattro aussieht. Da ist das gute Stück. Wir haben jetzt hier die Mehrlenker-Hinterachse. Mehrlenker-Hinterachse bedeutet, dass ich hier unten sozusagen einen Querlenker habe und ich habe hier oben den. Ja? Das Ganze sitzt sozusagen im Rathaus, das wird hier ans Fahrzeug montiert. Ich habe dann verschiedenste Möglichkeiten, das Ganze auch einzustellen. Ich habe hier unten noch eine Spurstange, diese hier, die verändert sozusagen meine Spur, ja, in die Richtung. Ich kann auch mit einer Exzenterschraube da unten, die sieht man jetzt nicht, die ist mir übrigens abgerissen, den Sturz einstellen. Ja, ich kann sozusagen positiven Sturz machen und ich kann negativen Sturz einstellen. Wird nachher ein Spaß, die ganze Achse dann wieder zu vermessen und einzustellen. Ja, und jetzt haben wir jede Menge Gummilager. Wir haben 1, 2, 3 in den Stangen, 4, 5 haben unten beim Querlenker, 6, 7, 8 und das Ganze mal 2. Also 16 Gummilager haben wir da bestimmt drin. Das ist der komplette Achsträger, der alte. Den werden wir ja entweder zum Verwerter geben, vielleicht verkaufen. Den wir Gebrauch gekauft haben, der ist wesentlich besser. Und hier sieht man auch nochmal schön die Antriebswellen. Ne? Und da unten, hier sitzt das Schwanenhalsdifferential mit den 3 Inbusschrauben dran. Was wir noch überlegen oder was ich mir noch durch den Kopf gehen lasse, aber ich denke mal schon, dass wir bei dem neuen Achsträger auch diese großen Tonnenlager hier mit auspressen, wenn wir schon mal dabei sind. Die lassen wir aber vorerst drin, die alten, geben das Ganze jetzt zum Sandstrahlen. Haben wir uns überlegt. Also nichts mit Abschleifen oder ähnliches. Das ist ein bisschen viel Aufwand. Wir werden das Ganze zum Sandstrahlen bringen. Da werden wir jetzt die Blechteile raussuchen. Und dann im nächsten Video geht es darum, wie wir das Ganze gesandstrahlt haben, wie wir das dann vorbehandeln, wie wir das lackieren werden. Haben wir ja schon angedeutet, dass wir vom Korrosionsschutzdepot dann einen bestimmten Lack bekommen haben. Und dann geht es daran, das Ganze aufzuarbeiten und wieder schick zu machen. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, abonniert unseren Kanal, wenn es euch gefällt, wenn euch die Serie gefällt und bleibt auf jeden Fall dran. Ich packe jetzt zusammen, es fängt an zu regnen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.